Wenn es ein wirksames Mittel gegen die Corona-Rezession gibt, dann ist es der Bau. Vor allem der Wohnungsbau ist der Motor für die Konjunktur. Gerade auch jetzt in der Corona-Krise. Damit das so bleibt, braucht der Wohnungsbau allerdings ein sicheres Konjunkturgerüst. Einen Post-Corona-Masterplan für das Bauen und Wohnen in Deutschland. Den fordert jetzt die Aktion Impulse für den Wohnungsbau. Über 30 Organisationen und Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft, der Architekten, Planer und Ingenieure haben dazu gemeinsam mit dem Deutschen Mieterbund und der IG Bau ein politisches Positionspapier vorgelegt mit 5 Forderungen. Ein Baufonds soll garantieren, dass genehmigte Bauvorhaben trotz Corona-Krise zu Ende gebracht werden können. Und dass von Bund, Ländern und Kommunen in öffentliche Bauten investiert wird, ohne einen spürbaren Einbruch. Dabei müssen auch die Bauämter mit mehr Personal wesentlich digitaler und schneller arbeiten. Alle 6 Minuten verschwindet in Deutschland eine Sozialwohnung vom Markt. Bund und Länder müssen den Bau von mindestens 80.000 Sozialwohnungen jetzt mit mindestens 3 Milliarden Euro fördern, pro Jahr. Für mehr bezahlbare Wohnungen die sachgerechte AFA von 2% auf 3% anheben, auf Dauer. Und noch eine Extraförderung da, wo der Wohnungsmangel richtig zuschlägt. Für immer mehr Menschen wird die Miete im Alter zum Armutsrisiko. Deshalb mehr Wohneigentum fördern. Und für den Staat rechnet sich sogar. Er spart Wohngeld und die Kosten der Unterkunft. Mehr Energiesparsanierungen durch höhere Zuschüsse und durch eine Investitionszulage für Wohngebäude von Genossenschaften und Kommunen. Denn Klimaschutz geht nur mit dem Wohnungsbau. Die Chance liegt dabei auch im Ersatzneubau. Also nicht mehr zeitgemäße Bestandsbauten an gleicher Stelle neu errichten. Und das mit weniger Aufwand als bei einer Vollsanierung. Dafür aber energieeffizienter und altersgerecht. Aktion Impulse für den Wohnungsbau. Ein Zusammenschluss von mehr als 30 Verbänden und Organisationen der deutschen Bau- und Immobilienbranche. Das stärkste Fundament für den Wohnungsbau in Deutschland. Mehr unter www.impulse-wohnungsbau.de.